Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier in Zeltas und haben hier ja schon einiges geschafft, dass diese Stadt sich entwickelt. Mir wurde geschrieben, dass ich den LKWs hier durchaus freiwillig sagen oder selber entscheiden lassen soll, wo sie denn entlang fahren. Die machen das schon. Um auf einen Kommentar einzugehen. Ein weiterer Kommentar war, dass der Personenverkehr ausgebaut werden muss. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt nicht genügend gelesen habe, aber zumindest war mir jetzt nicht bewusst, wo und was wie wann gemeint war. Aber ich denke mal, wir werden hier noch durchaus eine Haltestelle hier einbauen, eine hier einbauen. Hier unten ist ja eine. Und durchaus auch eine hier noch einbauen, damit hier ein bisschen mehr Haltestellen sind, damit öfter mal angehalten wird, ein bisschen was mitgenommen werden kann und die Leute kürzere Wege haben. Wir müssen mal gucken, wie es denn hier in unserem schönen Rauenberg aussieht. Die brauchen ja Baumaterial und Waren. Da kommen ja an beides jetzt nicht ganz so einfach dran. Da müssen wir noch ein bisschen feilen. Hier hinten hätten wir Baumaterial, da müssen wir aber Steine erstmal hintransportieren und ähnliches. Aber das sind alles dann wahrscheinlich sehr lukrative Strecken, die wir da bauen können. So, hier haben wir unsere Holz-, Stahl- und ähnliches Anlieferungsstrecke. Also es wird gerade wieder Stahl angeliefert und hier warten dann Waren, die nach Zeltas sollen, zur Maschinenanlieferung nach Zeltas. Ist denn der Zug hier gerade da? Oder wo ist er denn? Der muss ja auf der Strecke sein dann. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jo, wo ist er denn? Da ist er ja. Ach, gerade voll sogar. Dann hat er gerade abgeholt. Und trotzdem warten hier schon wieder 26 Einheiten. Das ist schon mal sehr gut. Wie sieht es hier im Lager aus? Etwas mehr Holz als Stahl. Momentan kommt Stahl. Konsum sind 48. Das heißt, wir liefern quasi pro Monat oder Jahr immer so um die 48 an. Ist okay. Das können wir erstmal so lassen. Was ich jetzt aber machen möchte, ist, ich möchte den Personenverkehr ausbauen in Richtung Gaggenau, dass wir hier einmal den Bahnhof Gaggenau schon bauen. Da ist natürlich die Frage, wo setzen wir den jetzt noch ran? Das hatte ich eigentlich schon eine Idee, dass ich den hier reinsetzen wollte oder da reinsetzen wollte, ne? Aber wir müssen dann noch nach Lüdenscheid durchkommen. Theoretisch auch nach Wittberg könnten wir eine Strecke bauen, nach Worms könnten wir eine Strecke bauen und natürlich nach Aurich-Vogtland. Zeltas könnte auch nach Auerbach-Vogtland eine Strecke noch kriegen. Ich glaube, hoppala, da ist das Spiel aus. Ja, nö. Wieso ist denn da das Spiel aus? Was hat das denn? Das ist aber gar nicht schön. Ist sowas aber auch. Muss ich jetzt wieder neu anfangen hier an der Stelle? Oh, der will aber wohl nicht, dass das klappt hier. Das hatte ich auch noch gar nicht. Ein Absturz zum Spiel hatte ich noch gar nicht. Das wundert mich jetzt ein wenig. Ich wollte eigentlich ein bisschen Zeit vergehen lassen, deswegen das ganze Gequatsche sozusagen, damit ich dann ein bisschen mehr Geld habe. Jetzt habe ich aber schon zu viel gequatscht, dann habe ich wieder kein Geld zum Bauen. Das ist ja doof. Spiel. Ärger mich doch nicht. Haben wir irgendwo was gebaut, was so richtig katastrophal ist? Eigentlich nicht, ne? Also was sozusagen das Spiel zum Absturz zwingen könnte. Weil man, keine Ahnung, irgendwo halt einen totalen Mist gebaut hat, ne? Das geht ja auch. Dass man so einen richtigen Scheiß baut. Ich weiß auch gar nicht, warum die Frames so... Ja, wir stehen wieder hier. Alles klar, okay, gut. Da müssen wir die Zeit ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Damit wir schneller dann dahinterher kommen. So, also hier wird Holz angeliefert. Hier geht dann noch... wieder der Stahl rüber. Gut. Und hier geht dann die Holzanlieferung wieder hier hin. Jetzt müssen wir eigentlich von hier relativ viel schon... Oh ja. Abtransportieren. Aber hier der liegt hier voll mit 300 Einheiten. Okay, gut. Das ist alles erstmal schon mal geregelt. Gut, dann geht jetzt hier der Zug da in die Richtung. Da, so weit waren wir ja in etwa. Ne? Da ist der Zug unterwegs. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder abreißt hier, das schöne Spiel. Das wäre natürlich sehr, 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 sehr schade. Das würde mich... frustrieren, wenn der Spielstand jetzt defekt ist oder sowas. Gut, also nochmal, wir wollen die Position des Bahnhofs hier ein bisschen bestimmen. Müller-Lüdenscheid, haben wir eigentlich eine Minimap irgendwo? Müsste auch gehen, oder? Hier? Nee. Das sind bloß die ganzen Terrain-Tools. Sind die neu? Waren die vorher auch schon da? Man weiß es nicht. Ne, so eine richtige Minimap sehe ich jetzt erstmal auf Anhieb nicht. Naja gut, von mir aus, vielleicht gibt es die irgendwo, ich sehe sie einfach noch nicht. Das kann natürlich sein.
Ah ja, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Man muss immer einmal die Karte anklicken, damit man sich bewegen kann. Und eigentlich haben wir uns ja dazu entschlossen, dass wir quasi dieses Gleis jetzt hier rausziehen und sagen, wir setzen hier mal Auerbach-Vogtland an. Hier würde ich dann hier quasi quer so den Bahnhof dann da reinsetzen. Die werden sich da schon die Straße ranbauen, dass sie da hinkommen. Und Ennepetal, genau. Und dann wollte ich ja eigentlich bis Clausthal-Zellerfeld durchziehen. Das könnte man nämlich hier vom Auerbach-Vogtland, könnte man nämlich eine Strecke bis nach Clausthal durchziehen. Das soll Clausthal-Zellerfeld auch als Personenverkehr dran haben. An unsere Seltas-Hauptstadt. Wir werden den Transport von Waren hier auf diesem Gleis erstmal so lassen. Und ja, das ist quasi so ein bisschen Ziel der ganzen Operation in dieser Woche. Die Frage ist, ja, Geld haben wir ja schon wieder 3 Millionen, also das läuft ja. Da geht ja ein bisschen was aufs Konto. Von daher können wir mal ganz kurz gucken. Das hatte jemand klein gezogen, glaube ich. Ja, so klein gezogen und dann hier unten in der Ecke so positioniert und dann dauerhaft an, ne? Dass man das mal an den kleinen und so. Ach, das kann man sogar andocken. Das snappt sogar so ein bisschen dran. Okay, gut. Können wir erstmal ein bisschen Kredite zurückzahlen. So. Und dann müssen wir mal gucken. Also, wenn wir dieses Gleis hier nehmen, dann sind wir schon mal festgelegt. Auch auf dieses Gleis. Wir könnten noch das hier noch nehmen, aber das will ich eigentlich eher nach Gaggenau nehmen. Doppelt belegen. Das stört ja nicht, wenn das hier doppelt belegt ist. Dann müssen wir halt den bloßen Bahnhofseingangssignal hier vorne haben. Beziehungsweise, na gut, wir haben ja hier das Bahnhofseingangssignal, ist ja hier für dieses Gleis, ne? Das kommt doch da bis dahin. Ist das nur einfach? Ach, das Personengleis, nicht das Personengleis. Ach, das hat da bloß die Verdoppelung. Ah. Ah, okay. Das ist natürlich dann weit weg, das Signal. Der müsste dann hier Ewigkeiten warten. Das wäre nicht so cool. Wenn denn hier einer drinne steht, könnten wir den noch auf ein anderes Gleis setzen, dass der das Gleis benutzt und wir das Gleis benutzen. Warte mal, sind da zwei Gleise nebeneinander? Ja, dann nutzt er zwei Gleise nebeneinander. Welches benutzt er denn jetzt? Ne? Dann müssen wir mal den Plan mal umsetzen. Ah, der besucht sogar das innere Gleis. Gut, okay. Dann ist er okay. Dann ist das nicht weiter schlimm. So, da kommen noch wieder Waren angeflogen hier. Brote, glaube ich, sind das, ne? Klink, zack, für 205.000. Aber auch grenzwertig wenig. Na gut, was willst du machen? So ist es halt. So, liegen hier viele Brote rum? Nö. Gut, das funktioniert also auch. So, Spiel ist nicht wieder abgestürzt. Das ist schon mal schön. So, das heißt also, wir gehen jetzt an den Gleisbau mit den 2 Millionen und wollen jetzt mal ein Gleis. Da gucken wir mal, wo wir es denn hier durchsetzen. Das setzen wir hier dran vorbei, hier dran vorbei. Hier gehen wir übers Wasser drüber, um dann hier so in die Stadt zu kommen oder an die Stadt ranzukommen. Wir könnten den Bahnhof auch hier hinsetzen. Oder? Direkt ans Wasser? Oh, das wird schwierig. Aber Gaggenau könnte man dann noch anschließen, ne? Wir könnten hier Werkzeuge abliefern, die wir hier produzieren. Baumaterial müssen wir hier dann abliefern, wenn es geht. Na, hier könnte man schon mal Steine herkriegen. Stein für den Baumaterialhersteller hier. Und dann haben wir hier Baumaterial. Natürlich auch blöd, ne? Den Stein haben wir hier, das Baumaterial fahren wir dann dahin. Aber gut, willst du machen, so ist es halt. Dann könnte man da noch Baumaterial hinfahren. Ah, okay. Probieren wir es mal. Also dann ist doch hier der Bahnhof und dann müssen wir den aber gleich so groß oder sagen wir so planen, dass wir da ein bisschen Platz kriegen. Also dass wir diesen Platz, der hier zwischen ist, sozusagen für uns haben. Ja. Gut, okay. Heißt, wir haben eine Idee. Die setzen wir jetzt mal um. So, wo ist denn jetzt, machen wir das aus hier. Machen wir da Pause rein und dann fangen wir mal an zu bauen. Und zwar brauchen wir hier erstmal einen Bahnhof. Und zwar brauchen wir hier einen Personenbahnhof, Durchfahrt, Passagierbahnhof. Achso, dreht man ja nicht. Man dreht ja so. Und den hätte ich ganz gerne durchaus. Oh, das wird aber ein hässlicher Bahnübergang hier auf der Seite. Durchaus hier dran auf dieser Seite. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir machen den mal gleich noch ein bisschen länger. 240 Meter. Dann ist der bis ans Wasser ran. Okay. Das ist natürlich schwierig denn mit Brücken bauen, ne? Dann machen wir Folgendes. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz, kann ich hier... Ach, da geht gleich das ganze Gebäude mit Flöten. Dann kann ich das hier hinbauen. Nee, gefällt mir nicht. Ah, das ist mir nur zu nah am Wasser hinten dran, weil ich dann kann ich keinen. Also ich
würde jetzt doch dann lieber fast schon sogar hier hinbauen, ne? Und sagen, dann ist die Straße hier unterbrochen, aber dann reiße ich das eine Haus mit ab. Naja, komm. Ist egal. So ist es halt. Uff. 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 Machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. So. So. Dann können wir den Bahnhof setzen. Ja, den hier auf 240 Metern. Das ist schon ganz okay. Den setzen wir dann direkt hier an diese Straße ran. Warte mal. Shift. Fein drehen. So. So sieht das doch schön aus. Kostet uns ja auch nur 300.000. So. Gleise können wir ja eh gleich schon mal 3 machen. Denn mindestens 3 brauche ich und ich werde mir garantiert jetzt noch 2 Frachtgleise dort anbauen, die ich hier brauche. Machen wir 3 Gleise sogar? Komm, mach mal. Mach 4 Gleise. So. Sicher ist sicher. So. Sehr schön. So. Bahnhof steht schon mal. Dann machen wir 1 Million Gleise. Okay, ne? So, dann müssen wir natürlich hier jetzt Gleise legen. Und zwar machen wir jetzt hier Folgendes, dass wir hier eine 2er Brücke drüber haben, aber hier alle Gleise drauf gehen. Gehen wir hier erstmal ein Stückchen Gleis raus. So. Und hier gehen wir ein Stückchen Gleis raus. So, und dann gehen wir mit dem Gleis da drauf. Und mit dem Gleis da drauf. So. Dann gehen wir hier übers Wasser. Kollision? Was für eine Kollision hat er denn da? Mit wem kollidierst du denn da? Was ist denn da jetzt nicht richtig? Auf der anderen Seite ankommen. Moment. Machen wir die Gleise von der Seite rüber. So. So geht das doch. Und wegen Kollision. Noch bessere Brücken. So. Okay. So. Dann legen wir uns mal hier direkt ans Gleis ran. Und ziehen hier rüber. So, dann haben wir hier 2 Gleise rüber. So. Das sieht doch schon mal ganz günstig aus. So, eine Ware kriegst du, nee, beide Waren kriegst du eigentlich. Eine kriegst du hier von Gaggenau, von der Seite rüber. Und eine Ware kriegst du von der anderen Sache rüber. So, dann bauen wir denn quasi hier das Gleis für Waren an, was denn hier mit auf das Gleis drauf geht. Und hier dann sich verteilt. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier eine Straße gebaut bekommen, die wie wir sie gerne haben wollen. Zum Beispiel von hier raus. Daran, naja, daran wollen wir noch nicht, aber hier können wir auf jeden Fall mit einer Straße raus. So, das hier geht schon mal. Dann brauche ich jetzt das Tool konfigurieren und zwar möchte ich ganz gerne hier ein Gleis haben, was da so anstößt mit einer Güterplattform. So, und dann brauchen wir natürlich ein Cargo Building, Main Building Street Access Cargo Station, eine Cargo Station mit Street Access brauchen wir dann. Die setzen wir dann hier hinten erstmal, na, da so dran. So. Und dann machen wir hier noch so eine kleine süße Plattform dran. So, die sieht auch immer hübsch aus. Und Misk, nee, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Was ist das hier? Das. Hä? Ach, das ist so ein Side-Entrance, ne? Ja, ja, nee, brauchen wir nicht. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut. Weil dann müssen wir jetzt nämlich. Gehen wir hier mal raus. Konfigurierung ist beendet. Das sieht ja schon mal ganz gut aus hier, das Cargo Building. So. Dann brauche ich ein bisschen Straße. Straße, Straße, Straße haben wir hier. Straße brauche ich jetzt hier sozusagen mal quer davor lang. So, schön. Einigermaßen gerade ziehen. So. Und können wir gucken. So, das sieht doch schon mal sehr schön. Spiel!
Grummel! Grummel! Was soll denn das, bitteschön? Seit wann stürzt das Spiel andauernd ab? Was habe ich denn gebaut? Manu! Das gibt's doch nicht! Also zwei Abstürze in einer Folge, das finde ich aber jetzt schon echt fies. Also dass es mal abstürzt, ist ja okay, aber... Oh, dann haben wir so schön gebaut gehabt. Das sah echt schon gut aus. Wir müssen öfter speichern zwischendurch. Bleibt nichts anderes über. Oh, nö. Oh, das macht aber keinen Spaß. Urban Games, was war mit eurem letzten Patch? Der war wohl nicht ganz gut, oder? Muss ich dann neu anfangen? Oh, das ist ja ekelhaft. Naja, wenigstens hier. Das ist schon mal ganz gut. Also er ist irgendwie wieder kurz nach dem Autosave, hat er sich hier verabschiedet, der Junge. So. Dann machen wir das jetzt hier nochmal. Mal gucken, ob er sich wieder verabschiedet. Hoffen wir mal nicht. Sollte eigentlich nicht. Jetzt kriegen wir eine Kollision rein. Warte. So, scheint auch nicht Steigung in der Kurve zu sein. Das ist so eine Steilkurve hier. Aber dann können sie dann schneller fahren. So, gut. Okay, das wollten wir jetzt haben. Und jetzt wollte ich eigentlich ein Gebäude bauen. Und zwar wollte ich jetzt eine LKW-Station hier nebenbauen. Die müssen wir natürlich jetzt mal fein drehen. So. Und die müssen wir dann auch noch ein bisschen dann, ne? Die ist dann damit verbunden. Das ist alles weiß. Das ist schon mal gut. Machen wir ein bisschen Feindreh an hier. So. Ah, so nah wie möglich ran. Gut, dann brauche ich, werde ich jetzt diese Station hier natürlich noch konfigurieren. Und zwar würde ich ganz gerne cargomäßig dort noch zwei Plattformen anbauen, damit da ein paar mehr Routen drauf gehen können. So. Die Straße würde ich eigentlich ganz gerne weg haben hier. Achso, kann ich jetzt, muss ich da drin bulldozern, ne? So. Die Straße würde ich ganz gerne weg haben hier. Und dann könnten wir das nämlich noch ein bisschen verlängern hier und dann mal gucken. Also ich meine, okay, so viele Bahnen brauchen wir hier drauf nicht. Ne? So ist ja nicht. So, einen schönen Busbahnhof und Trambahnhof müsste ich mir jetzt hier drüben noch hinbauen. Für Passagiere brauche ich dann mal hier einen Dreher, so. Das würde ich mir gerne hier drüben sozusagen in etwas größer. Oder den können wir eigentlich hier kopfmäßig davor machen. Und dann können die sich mit der Straße da wieder hochbauen. Das stört mich nicht weiter. Aber wir sind hier verbunden mit dem Gleis. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann können wir nämlich hier noch einen Konfigurationstool nutzen. Konfigurieren. Und zwar würde ich ganz gerne noch einen Side Entrance dann quasi hier hin machen. Der müsste sich dann ja ein bisschen verbinden. So, gut, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal nach einem Bahnhof aus. Oh, wir müssen den Cargo auf der anderen Seite noch dran bauen, weil das liefere ich dann hier auf der Seite an. So, jetzt muss ich mit dem Cargo natürlich hier auf das Gleis noch kommen bei der Brücke. Das wäre noch ganz cool, wenn wir das noch jetzt dazu hinbekommen. Gleise, so. Ich muss jetzt hier mit dem noch hier auf das Gleis mit drauf. Ja, das passt so. Sieht sehr schön aus. Okay. So, dann kann sich nämlich jetzt der Zug quasi, der Cargozug immer hier drauf auf das Gleis. Da müssen wir natürlich ein Bahnhofseingangssignal machen. Wir müssen dann ein Folgesignal irgendwie haben, dass dann quasi der Zug trotzdem hier draußen stehen bleibt, weil das Ding hier eigentlich geblockt ist. Weiß ich nicht, ob es das gibt in dem Spiel, aber ich hoffe mal ja. Hier wird dann unser Busbahnhof Hauptstelle sein. Die wird dann natürlich dann hier quasi, wenn wir hier eine Strecke durchziehen, dass wir hier zusammen verbinden. Wenn wir hier eine Haltestelle machen, hier eine Haltestelle machen, hier eine Haltestelle, in der Hauptstraße eine Haltestelle,
hier in der Strandpromenade und hier hinten auch noch eine. Und mal gucken, wo wir dann noch durchgehen mit dem Personenverkehr. So, gut. Jetzt haben wir erstmal den Bahnhof soweit aufgestockt, wie wir ihn brauchen. Nee, wir wollten hier auf der anderen Seite noch ein Cargo machen. Das bauen wir auch noch gleich dran. Dann sind wir unser Geld gleich los an der Stelle und haben dort dann alles fertig, hoffe ich zumindest. So, dann machen wir hier ein paar Tracks noch dran. So, 1, 2, 3, 4. Ziehen wir hier voll auf der ganzen Länge durch. Denn ach, eigentlich haben wir doch noch ein Gleis mehr für Personenverkehr. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch brauchen. Eins, was quasi dann in die Richtung mitgeht. Ist ja nicht weiter schlimm, ne? Das, man, wir haben ja hier noch Städte. Ennepetal. Oder hier unten irgendwo noch eine. Da, Metzingen. Oder hier Wismar. Wismar ist auch eine schöne Stadt. So, und dann machen wir hier den Cargo ran. Cargo Buildings, Plattform, Cargo. Liefer, das kannst du hier ein bisschen Cargo anliefern auf der Seite noch. Ah, falsch gebaut. Entschuldigung. Kostet natürlich wieder extra. Scheiß. So, machen wir hier die Cargo-Plattform noch hin. So, das ist ja dann auch damit verbunden. Das ist ja gar kein Thema. Und dann müssen wir das Gleis bloß noch... Übersicht. Ne, warte, hier ist Gleisbau. Gebäude, Gleisbau. So, das müssen wir dann hier noch mit reinbringen wieder. Das passt auch gerade so hier rein. Und theoretisch können wir das Gleis quasi hier mit reinbauen. So als Hosenträger. Und dann sind hier quasi die beiden Gleise, sind trotzdem auch noch von der Seite erreichbar und alles. Also da sollte es einiges hier los sein auf dem Bahnhof. Also wenn hier mal alle Züge gleichzeitig ankommen, denke ich mal, das sollte ganz hübsch werden. So, jetzt müssen wir natürlich eigentlich noch die Straßenverbindung wieder herstellen hier zu unserem Öl. Ja, erstmal noch nicht. Scheißegal, es bleibt erstmal so abgerissen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob uns das einen Nachteil bringt, wenn man bestehende Straßen... Ich weiß gar nicht, ob man die Straßen zwischen Städten wieder abreißen kann oder ob das da Probleme gibt, weil so könnte man sich so ein bisschen quasi einen kleinen Vorteil erarbeiten, dass, wie soll man sagen, die Leute halt eben nicht mit Privatverkehr fahren können, sondern deine Züge nutzen müssen und sowas. Das ging zumindest im ersten Teil, ging das sehr gut. Im zweiten Teil haben sie dann eine Restriktion eingebaut, dass es dann nachher nicht mehr ging. So, als erstes wollen wir natürlich jetzt Auerbach-Vogtland mit Seldas verbinden. Das ist unser erster Auftrag noch. Den werden wir in der nächsten Folge erledigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die zwei Abstürze waren schade und ich hoffe nicht, dass es weiterhin zu Abstürzen kommt, damit wir dann nämlich hier ein bisschen mehr Spielspaß entwickeln und nicht andauernd um Abstürze bangen müssen. Bis denn. Tschüss. Backert schon wieder so komisch. Bin mir nicht sicher. Ich werde mal gleich speichern, ne?